Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten LoL-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Mühlenflug der Woche und das ist Malphite. Der gute Stein hatte in Patch 14.18 1% mehr Max-AP-Scaling auf seiner Passiven bekommen und auf so einem stumpfen Champion wie Malphite wirkt das einfach 2-2. Circa 0,5% Winrate hat er bereits gewonnen und das, obwohl die Statistiken bis jetzt nur wirklich sehr, sehr wenige Spiele beinhalten. Ab zum Abfalleimer der Woche. Das ist Miss Fortune. In der Vergangenheit wurden Base-Set-Nerfs ja oft belächelt. Ich erinnere da mal ganz kurz an die 5 Movement Speed Meme mit Irelia. Fakt ist aber, meist sitzen Base-Set-Nerfs richtig hart. Auch Miss Fortune durfte sich durch den 2 Base-AD-Nerf mal direkt von 1 bis 1,5% Winrate verabschieden. Fliegen wir zum Nope der Woche und das ist Jax. In Patch 14.18 wurde seine Ult gleich vierfach gebufft. Und schon jetzt setzt bei vielen LoL-Spielern scheinbar wieder so eine gewisse Panik ein. Seine Bunrate schoss an nur einem Tag ein ordentliches Stück nach oben und das, obwohl seine Bunrate fast überall sank. Allein die Spell-Description von Jax E zu lesen, reicht bei vielen LoL-Spielern scheinbar aus, um Panik auszulösen. Halten wir beim Broken Pick der Woche und das ist Sylas. Nach seiner wilden Buff- und Nerf-Karussellfahrt ist er mittlerweile wirklich wieder bei mehr als ordentlichen Winrate-Werten angekommen. In keinem Elo-Bereich hat er unter 50% Winrate und vor allem in Diamond und darüber ist er ein wirklicher Überflieger. Laut LoLalytics hat er in Emerald Plus fast 53% Winrate und ist damit der statistisch beste Midlaner. Es ist Zeit für das Item der Woche und das ist Storm Surge. Das Item hat in Patch 14.18 wirklich ordentliche Buffs bekommen, die zu 100% gewirkt haben. Fast 6% Pickrate-Zuwachs und ca. 1,2% Winrate-Zuwachs sind für ein Item wirklich mehr als beachtlich. Insbesondere auf Range-Champions, die vor dem Buff ja nur 90% Damage an der Schadenskomponente hatten, scheint das Item wirklich mehr als ordentlich zu funktionieren. Kommen wir damit zum Fail der Woche und das ist der neue Grasp WMAX Vladimir Toplane-Build. Alle möglichen Insta- und TikTok-Seiten haben diesen Vladimir-Build in den absoluten Himmel gelobt, weil irgendein random Typ damit 73% Winrate in Grandmaster hatte. Die Problematik: Der Build ist ehrlicherweise absolute Grütze. Vladimirs Winrate ist nur aufgrund des Fakts, dass nun alle möglichen Leute diesen Build spammen, um einfach mal 3-4% gesunken. Kann der Build funktionieren? Ja. Sollte der Build irgendwie der Go-To-Build für Vladimir sein? Definitiv nein. Vladimirs am meisten gespielte Runen- und Keystone-Kombination ist momentan Grasp und das mit 46% Winrate. Das Standard-Setup mit Face Rush oder Airy ist im Allgemeinen einfach Welten besser. Nicht ein einziger Challenger oder High Grandmaster Vladimir spielt diesen komischen WMAX Grasp Vladimir Unfug. Beim Trick der Woche habe ich für euch direkt mal einen Build mitgebracht, der wirklich funktioniert. Dieser koreanische Tank Nocturne Top ist schon die ganze Season lang Challenger und das immer mit dem gleichen Setup. Strikebreaker, Frozen Heart, Kennekrökern into Zeke's Convergence. In den Runen nehmt ihr Conqueror mit und im Inspiration Tree als Secondary nimmt man dort die magische Rune mit, die alles möglich macht. Es ist Jack of All Trades. Mittlerweile gibt es zahlreiche andere Spieler, die dieses Setup ebenfalls und das mit echtem Erfolg nutzen. Was macht eigentlich Riot? Der World Song steht fest, zumindest deuten sehr, sehr viele Zeichen darauf hin. Der World Song wird sehr wahrscheinlich Heavy is the Crown von Linkin Park sein und ja, der Song ist noch nicht veröffentlicht worden. LoL Esports antwortete auf einem Twitter-Post von Linkin Park mit einer Krone. Zufällig gibt es auf dem neuen Linkin Park Album einen Song, der Heavy is the Crown heißt. Coincidence? I think not. Zumal es allgemein bekannt ist, dass Mike Shinoda von Linkin Park wirklich sehr, sehr gut mit Riot befreundet ist und ein riesen Valorant-Fan ist, vor allem weil er auf Twitch gerne auch Valorant streamt. Er wurde damals auch von Riot auf die Eröffnungsfeier von Arcane eingeladen. Den Clip zeige ich euch mal kurz. How excited are you for the Arcane premiere tonight? I'm very excited. I'm a little bit of like, I feel like for me, as more of a fan of Riot and especially Valorant. You came up here and you didn't tell me your name, so I don't know your name. My name is Mike Shinoda. I play in a band called Linkin Park. She didn't know that. This is a great reaction. Zusätzlich dazu sind Riots neue Split 3 Gameplay Changes veröffentlicht worden und hier kommt nun, und das sind Riots eigene Worte, Durability Update 2.0. Riot nerft nahezu alle Legendary Items bezüglich der Stat-Effektivität um ca. 5-15%. Der Fokus in LoL soll wieder darauf liegen, welchen Champion man spielt und nicht welche Items man kauft. Zusätzlich dazu kommt auch Lethal Tempo zurück. In einem Interview in China bestätigte Riot Froxon, dass Lethal Tempo als Rune zurückkommen wird, allerdings in einer neuen Form. Zu guter Letzt wird es auch noch ein Q-System für Items geben, das voraussichtlich mit Patch 14.19 kommen wird. Ihr könnt Items im Shop einfach in eine Queue packen und dann bekommt ihr immer direkt angezeigt,
wie viel Gold euch noch zum Item fehlen. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Leutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.